Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Wir führen noch Krieg, wir haben den fast entschieden, ne? Wir brauchen noch 7 Punkte oder sowas gegen die Zinnen. Das kriegen wir hin, indem wir hier noch ein System besetzen oder sowas. Im Moment bin ich dabei, Außenposten zu zerstören. Tatsächlich, alle, die uns so ein bisschen stören oder stören könnten, vielleicht auch später erst stören und ein bisschen Flotten zu jagen, damit wir einfach die Kriegspunkte zusammenbekommen. Ansonsten einfacher wäre es natürlich, wenn ich ein System noch besetzen würde. Okay. So, Militarismus wollen sie haben, das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. So, und ich weiß immer noch nicht, wo die ihre Transportflotte versteckt haben, die Gegner. Vielleicht werde ich das auch nie rausfinden. Keine Ahnung. Oh, wo fliegt denn hin? Nach Maya. Na, da kommen wir gleich nach. So, und hier einmal abfangen, bitte. Ihr seid doch in Waffenreichweite, das sehe ich doch. Ah, okay. Die Genojin haben jetzt Frieden da drüben, also höchste Zeit, hier den Krieg zu beenden. So, das Schlachtschiff ballern wir weg, oder? Ohne eigene Verluste, ohne eigene Verluste. Situation Log updated. Ohne eigene Verluste. Sehr schön. So, wie gesagt, wir haben hier eine Korvette zu viel, also die ist Reserve. Crackfang hat jetzt auch endlich alles fertig gebaut. Noch ein Upgrade können wir uns nicht leisten, unserer Flotte. Da sind wir jetzt am Kapazitätsrand. So, mal gucken, wo hocken die. Wir kommen hier von Nigiro. Oh ja, das könnte gut werden. Das könnte sogar sehr gut werden. Da springen wir jetzt einfach auf die drauf. Und vernichten die, ne? Die sind 12.000 ungefähr. Das bekommen wir hin. Hoffe ich. So, Okamungos Horde ist hier noch unterwegs. Haben wir schon irgendwas in Scanner-Reichweite? Ja, ein Außenposten. Tatsächlich. Ja, den machen wir kaputt. Damit die Zinn da oben uns halt nicht fressen, ne? So, was wollt ihr denn? Wie viele Punkte sind das? 50, 80, 90. Wokan wollen sie uns geben, Polgara wollen sie uns geben. Ich muss gerade mal gucken. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Jormondir wollen sie uns nicht geben, ne? Kann das sein? Ja, nee, das, da kann ich leider nicht zustimmen. Tut mir leid, Leute. Wir kriegen das auch so hin. Ne, und diesen Außenposten hier will ich auf jeden Fall noch kaputt machen. Debris analyzed. Oh, sehr schön. Also unsere Forschungsschiffe machen hier auch ganz gut. Können wir das Ding hier upgraden? Ja, machen wir. Wenn es sowieso gerade repariert wird. So, wo haben wir denn? Oh Gott, das ist so mega unübersichtlich hier schon wieder. Ich frage mich, warum die Flotten hier nicht gleich richtig zusammenlegen. Vielleicht müsste ich die Flotte dazu als Sammelpunkt setzen. So, alles klar. Haben wir erledigt. So, Brooks Bande. Wir springen da jetzt gleich drauf. Okamungos Horde schnappen sich gleich diesen Außenposten. Ah, Brooks Bande, was macht ihr denn? Ich wollte gerade sagen, ihr sollt doch da nicht rumgammeln. Jetzt eine riesige Feindflotte nebenan. Die sollt ihr vernichten. Nein, da sind schon welche rausgesprungen. Was, wie schnell springen die denn? So, die haben wir alle abgefangen, oder? Na gut, dann kämpfen wir hier halt nur mit der Hälfte der Flotte. Pff, auch kein Problem. Situation Log updated. Colony established. Na toll. Im Molbion-System, oh, da gehen wir mal rüber. Echt, haben wir gesagt? Baut da eine Kolonie?
Die gehört schon im Sektor. Ach so, okay. Die haben den zweiten Planeten da einfach besiedelt. Alles klar. So, wie sieht's aus? Die Schlachtschiffe überleben relativ lang. Updated. Es geht. So, was, wir haben nicht mal was verloren hier. Ja, Orkse, wir sind die Orkse. Ja, dann springen wir gleich hinterher, würde ich sagen. Bevor die sich hier irgendwie formieren können und wegfliegen können. Versuchen wir das mal. Die abzufangen. So, da sind wir auch schon. Direkt hinten drauf gesprungen. Und feuerbereit. Ja, direkt in Waffenreichweite gesprungen. Ich meine, unsere Schlachtschiffe haben auch echt eine krasse Reichweite. Situation Log updated. Oh Gott. Die sterben richtig schnell da. Situation Log updated. So, wir haben wieder nichts verloren. Sehr gut. Damit haben wir uns hier noch 3% oder sowas dazugeholt. Minus 2. Also 3 Punkte brauchen wir noch, dann sind wir da durch. Sehr schön. So, worum kümmern wir uns denn? Wollen wir Tibbercore angreifen? Das ist ja schon relativ... Ich glaube, das reicht sogar, wenn wir Tibbercore blockieren, oder? Das sollte uns schon die 3 Punkte geben. Wenn wir die einfach nur bombardieren und sonst nichts machen, und dann müssten wir hier einen Frieden erzwingen können. Natürlich einen für uns vorteiligen Frieden. So, hier, das haben wir auch zerstört, das Ding. Sehr schön, dann verlegen wir die schon mal. In Richtung Tibbercore. Die Frage ist, wollen wir da sein, wenn der Krieg endet? Eigentlich nicht, ne? So, was ist denn hier relativ zentral? Ach, was soll's. Wir lassen hier Tibbercore fliegen. Na, und dann lassen wir beide Flotten zusammen zur Südgrenze fliegen, um die Fafasanga, nachdem wir die natürlich nochmal überholt haben, ausgerüstet haben, wieder richtig die Flotten. Machen wir das. Friedenserhaltung. Regierungsethikanziehung. Yes, sehr gut. Das gefällt mir. So, was ist hier los? Ah, okay. Schade. Also die Tibadoran, das Ding können wir in Ruhe lassen. Wenn die Genogian da irgendwas hätten, dann würden wir das wahrscheinlich nochmal zerstören, aber ansonsten... So, sehr schön. So, Brooks Bande ist hier im System. Und wenn die hier anfangen zu bombardieren... Reicht nicht. Ich dachte, die Blockade würde ausreichen. Okay, dann brauchen wir eine Transportflotte. Müssen wir mal gucken. Lockenjack ist quasi direkt nebenan. Wickler. Ah, die sind blockiert hier durch diese kleine Flotte. So, hoffentlich kommen die da durch, ohne aufgehalten zu werden. Ah, die bekommen gleich Begleitschutz, wie es aussieht. Wenn sie in rechtzeitig dahin kommen. Ja, die Zinsen sind ganz schön hartnäckig, ne? Die geben nicht so richtig schnell auf.
So, es ist hier unten eine ernstzunehmende Flotte, ne? Haben die Zinn überhaupt noch irgendwas? Nee, erbärmlich. Also die haben wir gerade ganz schön zu Grund geschossen. Hier sieht es ähnlich aus bei den Genogian. Also wahrscheinlich könnten wir da jetzt einfach einmal durchrushen und alles kaputt machen. Was? Die Bogi. Wo ist denn das? In Gossog. Hier mittendrin. Okay. Okay, Leute. Gut. Gut, wenn ich so habe. Wir kümmern uns gleich da unten drum. Ne? Ich will hier nur noch oben den Krieg beenden und dann beide Flotten, ich hatte es ja schon gesagt, Construction ship wandern dann nach da unten. Evading hostile fleet. Ja, tut das. Military Station lost. Ja, und wir haben nicht mal irgendwas erwischt von denen. So, brauchen wir vielleicht, um so einen Planeten zu blockieren, eine Landungsflotte? Das wäre doof, aber ich würde es nicht ausschließen. Nee, das macht auch keinen Unterschied. Okay, dann established. Einmal angreifen, bitte. Im Figisa-System haben sie noch einen Planeten besiedelt. Okay, tut das, ja klar. Das schadet auf jeden Fall nichts. Haben wir unten eigentlich noch was? Nee. Ja, da kommen wir uns dann bei Gelegenheit rum. So, hier unten in Gossog geht's also ab. Wem gehört denn das hier? Der Confederacy of Hofasanga. Na geil, na den werden wir auch kaputt machen, den Außenposten hier. Das kann ich euch ja jetzt schon sagen. Das wird unser erstes Angriffsziel hier sein, der vorliegende Außenposten. Achso, ja, lass mal Zeit weiterlaufen gerade. Ja, eine zahlenmäßig mächtige Verteidigung. Da ist die Moral schon angeknackst und jetzt machen die keinen Schaden mehr. Hier nochmal Tooltip für die Moral. Nur noch 25% Schaden. Und das kann unsere Armee dann einfach aufwischen. So, was hier passiert? Eine Festung haben wir verloren gegen drei Schlachtschiffe, alles klar. Also die Fofasanga wollen da unten jetzt doch scheinbar richtig Krieg führen nochmal. Hätte ich ja nicht gedacht, aber sie wollen doch. So, und jetzt können wir hier für Frieden sorgen. Ja, sehr schön. Okay, also das geht nicht. Wir werden hier also nicht alles bekommen, sondern wir können wirklich da immer nur uns 100 Punkte gleichzeitig aneignen. Oder? Ah, okay, wir können jetzt hier die weiter überrennen. Ja, dann machen wir doch das. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, in Tippercore mit allen unseren Schiffchen, dann springen wir doch hier direkt gleich drüber und zwingen die dazu, uns den Rest auch noch zu geben. Aber erstmal müssen wir hier unser Gebiet natürlich konsolidieren. Was? Bagol ist doch auch von uns besetzt, oder nicht? Ach, sind die jetzt alle nicht mehr besetzt, die Welten? Weil wir Frieden geschlossen haben. Ja, Maya auch nicht. Nigiro gehört dafür schon uns. Jormund dir auch. Ah, okay, gut, dann leicht andere Taktik. Ups. Mann. So. Also, Orkamungus Horde. Nicht mit der Second Fleet. Ach, wir machen es einfacher. So, hier einmal hin. So, dann nehmen wir hier einfach Bruxbande raus.
und sagen denen, die sollen nach Bagol hochfliegen. Aber wir machen erstmal einen Kimitar-Stopp. So, die sollen hier nach Kimitar fliegen. Und Brooks Bande. Wird hier unten nach Maya fliegen. Und da haben wir ja noch eine Flotte hier drüben. Die können wir auch schon mal hier nach Nigiro hochziehen zum Beispiel. So, und jetzt brauchen wir Forschungsschiffe, Konstruktionsschiffe, alles. Und achso, wir kümmern uns vielleicht erstmal um die Welten, dass sie hier angeschlossen werden irgendwie. Jormondir zum Beispiel. Silence. Klontanks. Die könnten wir eigentlich behalten, oder? Ja, dann behalten wir die Klontanks. Bauen hier das Kreislaufinstitut hin. Hier bauen wir ein Symbol der Einigkeit hin. Oh, Batarian-Kraftwerk, sehr schön. So, da muss ich mal gucken, wo haben wir hier noch ein bonusfreies Feld? Hier drüben. Und da gibt es einen Holotempel. So, da haben wir drüben Nigiro, die können wir dann beide gleich anschließen. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Wo ist denn die Hauptstadt? Ein Ingenieurlabor. Ja, da bauen wir ein Kreislaufinstitut hin. Stattdessen. Was seid ihr? Achso, das hier ist die Hauptstadt. Ja, die könnt ihr dann gleich selbstständig reparieren. So, hier einmal abreißen. Und dann bauen wir ein Symbol der Einigkeit hin. Also der Krieg hat sich echt für uns gelohnt, gebietsmäßig. Ne? Wir werden es gleich nochmal sehen. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, weil es halt, weil wir direkt Rot an Rot angrenzen. Aber ich denke, man wird es schon sehen. So, hier gab es nur einen Planeten, ne? Ja, okay. Also die fügen wir jetzt hier zusammen und dann können wir eigentlich unsere Sektoren zusammenlegen. Oh, oh Gott, das muss ich ja mal zwischen den Aufnahmen dann machen, auf jeden Fall. Die Sektoren zusammenlegen. Vielleicht lassen wir auch einfach zwei Sektoren. Erstmal, bis hier ein Anführer stirbt irgendwie. So, hier Jarmondir. Und Nigiro. Haben wir angeschlossen, sehr schön. So, was ist das hier? Eine kontinentale Welt? So, was haben wir denn hier noch bekommen? Wir haben ja sechs Welten bekommen. Das waren jetzt gerade zwei. Vokon hier haben wir bekommen, auf jeden Fall. Na, hier ist ja auch nicht gerade hübsch. So, das Ding hier muss erstmal weg. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier geeignete Felder finden überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Na, was gibt's hier? Achso, hier gibt es ein Symbol der Einigkeit. Ja, das reparieren wir natürlich. Ja, das hier ist doch mal. Dann bauen wir hier einfach das Kreislaufinstitut hin. Was bist du? Ein planetarer Außenposten? Achso, ja, den könnt ihr dann selber. Ah ja, und hier bauen wir dann den Holo-Tempel? Ne, wir können nur einen Tempel bauen. Na gut. So, dann können wir Vokon hier auch anschließen an
diesen Sektor und den Rest da drüben auch. So, Walk on. Unima. So, und schon haben wir diesen Mini-Sektor aufgelöst. Sehr schön. So, schließen. In Kimita gehört uns ja auch eine Welt. Die haben wir schon bebaut, oder? Ja, Orestes, genau. Die können wir jetzt aber gleich mit anschließen dann an Sektor. Hoffe ich. Oh nein, die haben die fertig terraformt bekommen hier. Terraforming zur Savannenwelt. Na gut, mach das. Was haben wir denn noch bekommen gerade für... Also die Zinnen, ne, die haben jetzt echt nur noch... Na, man sieht es wirklich sehr schlecht, weil es hier auch hell wird. Die haben hier noch dieses Gebiet. Jetzt im Prinzip. Wo halt Maya dazu gehört und außerdem gehören ihnen noch Kimita und Bagol und die werden wir ihnen natürlich auch wegnehmen. Nigiro ist, haben wir schon auf jeden Fall, Maya, die beiden Welten und Kimita. Achso, und Bagol? Warum haben wir nicht Bagol? Bagol ist gar kein Kriegsziel von uns. Verdammt. Okay, gut, dann müssen wir das nochmal anders machen. Ich meine, wir müssen sowieso nochmal Krieg gegen die Zinnen führen. Aber das wird schon. Dann nehmen wir den jetzt nur noch Maya weg. Echt jetzt? Lohnt es sich denn dafür, Krieg zu führen? Achso, und Kimita. Ja, doch. Das ist schon okay. So, hier oben. Da haben wir auf jeden Fall Marenius. Sanctus Liss haben wir hier. So, da müssen wir mal gucken. Hier gibt es das Kreislaufinstitut auf jeden Fall. Ja, und da muss ich hier irgendwie... Ah, hier können wir doch. Warum baut ihr denn so dumm, wenn da drunter direkt ein Feld mit Bonus ist? Verstehe ich nicht. Ja, irgendwo brauche ich noch Platz für einen Holotempel. Ja, nehmen wir hier. Ja, da bauen wir den Holotempel hin. So, und dann passt das hier. Hoffe ich. So, das ist Marenius, das haben wir uns geholt. Und hier ist Saonus direkt nebenan. So, da bauen wir hier direkt das Symbol der Einigkeit hin. Die Militärakademie ist gut, weil die natürlich Unruhe unterdrückt. So, hier können wir den Holotempel hinbauen. Und dann bauen wir hier das Kreislaufinstitut hin. So, sehr schön, da haben wir das auch. So, und dann fehlt uns aber trotzdem noch eine Welt. Ah, hier unten, Polgara. So, wo können wir noch was hinbauen, was Spannendes? Haben die gar keine Forschung doch hier, aber die falsche. So, hier bauen wir den Holotempel hin. Und dann brauchen wir nur noch einen guten Ort fürs Kreislaufinstitut.
Was war da? Ja, bauen wir es einfach hier hin. So, und dann können wir die drei Welten hier angliedern und dann haben wir diesen Krieg erfolgreich gemeistert. Ach du Scheiße, wo komme ich denn da oben hin? Am besten von hier drüben, denke ich mal. So, und Saonos. Jetzt müssen wir alle drei Welten drin haben. Ja, alles klar. Gut, ja, und Orestes. Ach, Orestes können wir doch eigentlich auch gleich mit angliedern, oder? Geht es? Mal gucken. Ja, können wir mit angliedern. Sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Der Krieg ist erledigt. Die Folge jetzt dadurch ein bisschen länger, dass der Krieg hier fertig war. Und wir haben den zweiten Krieg noch am Laufen. Ne? Da kriegen wir leider nicht Bagol. Das müssen wir im separaten Krieg nochmal holen. Aber Maya und Kimitar greifen uns auf jeden Fall noch. Und ich werde jetzt hier gleich neben der Aufnahme noch Forschungsschiffe losschicken, Konstruktionsschiffe und alles, was wir brauchen. Ne? Kolonieschiffe werden wir auch losschicken, denke ich. Ne? Hier die Aride-Welt zum Beispiel. Die müssen wir erstmal erkunden. Da werde ich also die Forschungsschiffe gleich hinschicken. Ja, das wird schon hinhauen. Hier oben ist ja alles safe. Mehr oder minder. Die Genogen haben hier das Ding auf unserem Gebiet. Das finde ich nicht gut. Ja, ansonsten haben wir die Zinnen hier ganz schön eingeschnürt. Wie gesagt, da müssen wir nochmal einen separaten Krieg anfangen, dann in 10 Jahren oder so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, News Mädels. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Wenn wir den Fafosanga, die jetzt hier unten ein bisschen frech werden gerade, in den Arsch treten werden, die schicken hier eine kleine Flotte los. Nur, das ist ihr Problem. Ne? Und dann werden wir hier den Fullingar Außenposten uns schnappen. Und der Akama und Hürdim, nachdem wir uns hier oben, das dürfte nicht lange dauern. Ne? Maya überrennen wir einfach nochmal ganz schnell. Und Kimitar, ist auch noch ein Planet da drin. Machen wir alles ganz schnell. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.